to Columbus, Ohio, and next on stage, the massive Jean-Pierre Fuchs from Switzerland, and maybe the most intriguing guy in this entire field. Der legendäre Schweizer Jean-Pierre Fuchs war ein außergewöhnlicher Bodybuilder. Mit einem Off-Season-Gewicht von rund 136 Kilogramm auf eine Körpergröße von 180 cm war er einer der massigsten Bodybuilder seiner Ära. Gerade die Nacken- und Schulterpartie gaben ihm ähnlich wie Markus Rühl das Aussehen eines Comichelden. In den 90er Jahren schlug sein Aussehen Wellen. 1994 gewann er die IFBB World Amateur Championship im Heavyweight. Daraufhin folgten Teilnahmen bei der Arnold Classic und dem Mr. Olympia. Seine beste Mr. Olympia-Platzierung war im Jahr 1997 der 7. Platz. Ein Jahr später wurde er bei der Arnold Classic sogar 4. Berühmt ist Fuchs tragischerweise auch wegen seines Unfalls im Jahre 2002. Mit Anfang 30 lag seine Bodybuilding-Karriere zu einem Teil noch vor ihm, was sich aber an einem Tag abrupt änderte. Bei einem Fotoshooting für die Flex sollte Jean-Pierre Fuchs für den Fotografen Chris Lund schwere Kniebeugen machen. So wurden insgesamt 310 Kilogramm aufgeladen, die Jean-Pierre Fuchs zunächst auch ohne ernste Probleme beugen konnte. Das Fotoshooting schien erfolgreich, doch als Chris Lund noch aus einer anderen Einstellung fotografieren wollte, passierte der Unfall. So nahm Fuchs noch einen zweiten Anlauf mit dem enormen Gewicht auf sich. Als er etwa in einer 90-Grad-Hocke war, hörte er ein Schnalzen in seinem linken Oberschenkel. Sein Quadrizeps war plötzlich in zwei Teile gerissen worden. Aus einem Reflex heraus stürzte er das ganze Gewicht nun auf das rechte Bein, was zur Folge hatte, dass seine Patellasehne des rechten Beines riss. Ohne jegliche Stabilität kippte Fuchs nach vorne und schlug mit beiden Knien am Boden auf, denn die Sicherungen im Squat-Rack waren für das Fotoshooting entfernt worden. Beide Knien waren dadurch im Eimer und mussten durch aufwendige Operationen gerichtet werden. Dies beendete seine Karriere schließlich, da seine Beine nie mehr für den Leistungssport rehabilitiert werden konnten. In einem späteren Interview sagte Fuchs, dass er damals nicht gut aufgewärmt gewesen war und vor allem der zweite Versuch in Kaltstadt war, worauf sein Körper ihm noch nicht an das hohe Gewicht angepasst war. Er schaffte es allerdings damals doch noch in die Flex, die mit den schockierenden Bildern des Unfalls eine regelrechte Titelstory erschaffen konnten. Fuchs selbst hat den Unfall bis heute gut weggesteckt und lebt zufrieden, ohne dass er laut eigener Aussage dieses Karriereende bereut.